Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht die Sünde und kann nicht sündigen. Was bedeutet diese Aussage? Ist diese Aussage etwa ein Widerspruch, ein Fehler? Definitiv nicht. Johannes sagt doch zu Beginn des Briefes, dass die Menschen sündigen. Wer behauptet, nicht zu sündigen, betrügt sich selbst. Paulus schreibt, dass sogar wiedergeborene Christen noch die Sünde in sich haben und auch sündigen. Und Jakobus schreibt, wir alle aber straucheln oft. Ist also dieser Vers ein Widerspruch und damit falsch? Definitiv nicht. Wir wissen, die Bibel ist unfehlbar und widerspruchsfrei, aber man muss die Aussage exegetisch exakt untersuchen und das wollen wir in diesem Video tun. Dabei muss man berücksichtigen, die johannäische Theologie, die völlig anders ist als die paulinische Theologie, denn Johannes fokussiert immer ausschließlich das Wesen einer Sache oder einer Person und blendet dabei alle Seiten und Nebenaspekte aus und fokussiert ausschließlich das Wesen der Person oder der Sache. Also Gott ist Licht, Gott ist Liebe, das ist das Wesen Gottes. Sünde ist Gesetzlosigkeit, das ist das Wesen der Sünde. Die Welt ist im Bösen Bosheit, das ist das Wesen der Welt. Der Gläubige ist von Gott, aus Gott geboren, das ist das Wesen des Gläubigen. Also Johannes fokussiert das Wesen, die Natur der Sache und blendet alle anderen Seiten und Nebenaspekte aus. Das macht Paulus anders. Zweitens, Johannes bedient sich den Regeln der Aussagenlogik. Aussagenlogik ist ein Teilgebiet der Logik. Dabei wird Logik verbalisiert nach bestimmten Regeln. Und diesen Regeln bedient sich Johannes wie zum Beispiel Elementaraussagen. Elementaraussagen sind logische Aussagen, die alle logische Verknüpfungen wie und, oder, auch, entweder und so weiter ausblenden. Das heißt also, Wasser ist blau, die Sonne ist gelb, Gott ist die Liebe, Gläubige können nicht sündigen. Das sind Elementaraussagen, die in sich immer wahr sind, weil sie alle anderen Seitenaspekte ausblenden. Dies gibt es auch als Negation. Johannes nutzt auch bikonditionale Aussagen. Wenn A erfüllt ist, ist auch B erfüllt. Wie zum Beispiel, wer den Sohn hat, hat das Leben. Nun, diese beiden Dinge zusammen, der Fokus auf das Wesen einer Person und die Berücksichtigung der Aussagenlogik ergibt absolute und abstrakte, verallgemeinerte Aussagen, die immer in sich gültig sind, weil sie alle anderen Neben- und Randaspekte ausblenden. Das ist typisch für die johannäische Theologie. Was heißt das nun für diesen Vers? In diesem Vers macht Johannes eine Analogie von Christus und den Gläubigen. Er beschreibt das Wesen Christi. Christus hat die Sünde nicht in sich und kann deshalb nicht sündigen, tut die Sünde nicht. In Analogie dazu tun die Gläubigen die Sünde nicht. So wie Christus nicht sündigen kann, weil er die Sünde nicht in sich hat, können die Gläubigen nicht sündigen, tun die Sünde nicht. Das ist eine Analogie von Christus und den Gläubigen. Das macht er auch in verschiedenen Dingen. Wir werden sein wie Christus. Das ist ein Merkmal der johannäischen Theologie. Er setzt Christus gleich mit den Gläubigen. Die Begründung dafür, warum das so ist, ist auch in dem Vers beschrieben, weil die Gläubigen durch die geistliche Neugeburt das Wesen Gottes haben. Sie sind von Gott geboren und haben deshalb das gleiche Wesen, die gleiche Natur, wie Gott sie hat. So wie Gott nicht sündigen kann, weil das Wesen Gottes nicht sündigen kann, so können die Gläubigen nicht sündigen, weil sie das Wesen Gottes haben, weil sie Kinder Gottes sind und aus Gott geboren sind. Sie haben ihren Ursprung in Gott. Sie haben das Wesen Gottes, das nicht sündigen kann. Dabei werden alle Seitenaspekte, Ausnahmen und Nebenaspekte ausgeblendet. Das ist der Fokus auf das Wesen Gottes. Und Johannes nutzt hier die Zeugungsterminologie in Anspielung auf die antike Epigenese, die damals vorherrschte. Die Gläubigen sind aus Gott geboren, haben den Samen Gottes in sich, das ist der Heilige Geist,
Und so wie aus einem Kirschkern ein Kirschbaum entsteht, der alle Merkmale eines Kirschbaumes in sich hat, so ist ein Kind Gottes aus Gott geboren und hat auch die Merkmale Gottes. Und ein Merkmal Gottes ist, er kann nicht sündigen. Und dieses Merkmal hat auch der Gläubige, weil er aus Gott geboren ist. Das ist also die Aussage des Verses, reduziert auf das Wesen Gottes unter Berücksichtigung der Regeln der Aussagenlogik und ist damit absolut gültig und wahr und blendet dabei alle anderen Nebenaspekte und Seitenaspekte des praktischen Christenlebens völlig aus und fokussiert einzig und allein das Wesen Gottes und stellt Christus und die Gläubigen auf eine Ebene, weil die Gläubigen aus Gott geboren sind.